Meine Damen und Herren, heute ist es soweit. Der zieht zu dem K, wird hier versuchen, wieder die Million zu holen. Das bedeutet spannende Fragen und spannende Antworten. Also Leute, bleibt dran heute mit Wer wird Millennium-Millionär? Mit Sieke Phoenix! Ja, hallöchen, mein Lieber. Hallihallo, danke, dass ich dabei sein darf. Selbstverständlich darfst du dabei sein. Ich meine, du hast hier super abgeliefert letztes Mal. Mal gucken, ob du es heute auch wieder schaffen kannst. Denn, ja, ich sag mal so, die Fragen haben es natürlich in sich. Und ich habe mich nicht lumpen lassen, vor allen Dingen bei der ganzen Sache. Aber das werden wir jetzt sehen. Erstmal natürlich hier. Let's go! Frage-Antwort. Erste Frage lautet wie folgt. Und zwar: Wie viele Monsterzonen gibt es in Speedduel? 3, 2, 1 oder 0? Ja, da würde ich ja fast sagen, das sind 3 Monsterzonen. Ja, ich hatte schon gedacht, wenn ich da jetzt 6, 5, 4 und 3 reinpacke, das wird schwer, weil dann würde die Frage sein, ist es nur deine oder gegnerische? Aber ja, die Antwort ist natürlich richtig. Ja, kinderleicht. Yes. Natürlich alle, die dabei sind, auch jetzt natürlich die, die das Video gucken, natürlich können mitraten, könnt dann sagen, wie viel ihr richtig habt. Und hier im Chat, ihr könnt mitraten. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Und zur nächsten Question. Wie viele verschiedene Zauberkartenarten gibt es aktuell? 5, 6, 7 oder 8? Also das wären ja normale Zauberkarten, permanente Zauberkarten, Ausrüstungszauberkarten, Spielfeldzauberkarten, Ritualzauberkarten und, hab ich was vergessen? Nee, normal, Ausrüstung, Feld, permanent, schnell, Ritual. Nee, es sind 6, ne? 6. Ah, jetzt ist ja schon knapp hier. Oder habe ich jetzt was doppelt aufgezählt? Zauberkarten kann man unterteilen in normale Zauberkarten, kontinuierliche Zauberkarten, Gerätezauberkarten, Schnellspielzauberkarten, rituelle Zauberkarten. Ich weiß es nicht mehr. Oh okay. Nein. Okay, jetzt wird's aber schwer jetzt hier. Nein, okay, jetzt ernsthaft. Normal, Ausrüstung, Feld, permanent, schnell und Ritual. 6. 6 sagt er da. Ich muss mal eben noch was gucken. Ja, 6. Also willst du 6 einloggen? Sicher. Ja, sehr sicher. Es sei denn, es gibt eine neue Zauberkartenart, von der ich nichts weiß. Und die richtige Antwort ist 6. Und ja, Chat, ich habe es verkackt. Machen wir das hier weiter. Nächste Frage. Okay, ich dachte schon, hä? Wow. Wie viele Starterdecks sind dieses Jahr rausgekommen? 3, 2, 1 oder 0? Soweit ich weiß, gab es ja nur dieses Two-Player-Starter-Set. Wenn das, ich weiß jetzt nicht, ob das als 1 oder 2 zählt. Keine Ahnung. Ja, das ist schon ein Produkt, würde ich sagen. Also das ist schon... Dann müsste es eigentlich nur 1 gegeben haben. Weil Starter-Decks gab es lange nicht. Und wenn das zählt, dann ist das das eine. Also C, sehe ich das richtig hier? Yes. Ja, also, wir kennen es doch alle... Das zweite Starterdeck, was es nicht gab. Okay. Natürlich ist das richtig. Natürlich. Ja, Starterdeck gab es nämlich eins. Man glaubt es kaum. Ich hätte echt gedacht, das wäre letztes Jahr fast schon. So gefühlt weit weg ist es für mich. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist das schon mega weit weg. Für mich auch, keine Ahnung. Egal, das war ja eine einfache Frage. Kommen wir zur 300 Frage. Wir müssen hier ein bisschen Druck machen. Nächste Frage. Und zwar, die nächste Frage lautet: Welche der folgenden Karten wurde nicht reprintet, obwohl sie sehr alt ist? Limitarheld Erneos, maskierter Held dunkles Gesetz, Superflinker Mega Hamster. Mann, hör mal, ich muss vorlesen jetzt. Bläuiger Jetdrache. Ja, gut, also Jetdrache und Mega Hamster waren ja allein schon in der Rarity Collection 2, soweit ich weiß. Ich glaube, Darklaw auch? Nee, Darklaw nicht.
Man muss aber sogar sagen, also ich nehme jetzt was vorweg, ich glaube, du weißt die Antwort deswegen, aber Jetdrache war das, das war der erste Reprint. Ja, in der Rarity. Das stimmt. Aber der ist ja auch nicht alt. Mario 6 Fox ist Elemental, Erneos, der war ein Printing. Genau, und das ist natürlich richtig. Da brauchen wir nicht drum legen. Aber ich meine, es war auch nur die 300-Euro-Frage. Dementsprechend natürlich müssen wir weitergehen zur 500-Euro-Frage. Und das ist der erste Checkpoint. Von daher, ich meine, wenn du verliert schließt, gehst du hier runter. Ist in diesem Fall natürlich relativ egal, weil, ja, Leute, auch wenn es oft gefragt wird, nein, ihr kriegt nicht das echte Geld. So, dann werde ich auch arm hier. Was? Ich kriege keine Million, wenn ich hier gewinne. Also, dann hätte ich die Fragen so schwer gemacht, dass du bei der 100-Euro-Frage rausfliegst. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, die nächste Frage ist wie folgt. Welche Karten passten nicht ins Muster? Dunkler Magier, Palladio, Lenistegi Kick, Palladio Mokal Mahat, du weißt, glaube ich, was ich meine. Magier des Chaos, Dunkler Magier, der Magier der schwarzen Magie. Was? Okay. Ja. Es kommt jetzt auch an, was das Muster ist. Man könnte jetzt sagen, das Muster ist, alle haben Magier im Namen, außer Palladium Orakel Mahat. Ja, das ging auch. Aber fangen wir mal an mit dunklem Magier. Was ist das denn für eine Karte? Normales Monster, 2500 ATK, 2100 Def. Ja. Ja, das ist Stufe 7. Ja. Finsternis. Ja. Yugi's Ace Monster. Okay, dann machen wir weiter. Welche Karte kennst du noch gut? Palladium Orakel Mahat, ist eigentlich quasi der Effektmonster, ja. Ist Dark Side of Dimensions, ja, vorgekommen. Hat, glaube ich, die gleichen Werte. Aha. Ja. Und welche Eigenschaft hat der? Boah, der müsste auch Finsternis sein, ich weiß es. Oder Licht? Da weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, Licht oder Finsternis! Ah, okay. Okay, Magier des Chaos. Was hat der denn? Magier des Chaos ist auch. Das ist ein Ritual, ne? Ja, korrekt. Ritual, 2-5, Finsternis. Ja. 2-1 Dev, 7 Sterne, Hexer. Ja. Okay, ja. Was ist D denn? D ist sehr neu. Ist das der Millennium Ankh Dark Magician? Ja, es ist der, dieser Gold-Sarkophag Dark Magician. Ah, nee. Achso, ja, also. Ja, ja, genau, ja. Der neue auf jeden Fall. Ja. Gut, der ist auch Finsternis. Oder? Ah. Ist der? Nee, doch. Okay, der ist Finsternis, ja, okay. Ja. Ja, so. Jetzt haben wir alle durchgegangen. Wer passt jetzt nicht ins Muster? Ja, Palladium Orakel Mahat. Und warum? Weil er scheinbar vom Attribut Licht ist und weil er nicht Magier im Namen hat. Der Witz ist, das mit Magier habe ich gar nicht bedacht, aber es ist durch Zufall passend. Aber weißt du, wie schwer es ist, Magier zu finden, die Stufe 7 sind, Hexer, 2-5, 2-1 und Dark sind? Es gibt nur 4 Karten, die diese Attribute besprechen. Was? Und ja, der Palladium gehört nicht dazu, bedeutet also richtige Antwort. Der ist nämlich Licht. Ich dachte, der wäre Dark, aber der ist einfach Licht. Naja, man kann nicht alles wissen, wie es so schön heißt. So, 500 Fragen ist gesichert. Jetzt kommen wir langsam zu, ich sag mal, auch schwierigeren Fragen. War jetzt ja Kindergarten bisher, obwohl man hier ein bisschen überlegen musste. Aber jetzt kommen wir natürlich zur nächsten Frage. Und zwar die nächste Frage, Leute, wie viel? Wie folgt. Nächste Frage ist, wie viele Reprint-Sets sind dieses Jahr nur in Europa rausgekommen? 3, 2, 1 oder 0? Ach du liebes bisschen. Lass mich nachdenken. Zählt das, was jetzt die Tage kommt, auch schon? Du meinst, jetzt in 3 Tagen? Legendary Dragon Decks. Ja, die zählt mit. Das zählt mit? Ja. Ja, dann das Structure Deck und Light of Destruction sind 3. Ah, Leute, ich hab's euch gesagt. Bei ihm weiß man nie, es kann immer ganz nach hinten losgehen, egal wie schwer man die Fragen. Sagst du also A3? Ja, oder was soll man nur in Europa sagen jetzt? Ja, genau, das ist richtig. Nee, also, es gibt in Amerika auch Reprints von Sets, die wir nicht in Europa kriegen. Und diese Sets, die du gerade genannt hast, hat Amerika nicht bekommen. Ach so, okay, ja gut. Ja, nee, das wusstest du gar nicht.
Also die drei gab es auf jeden Fall in Europa, das weiß ich. Die habe ich nämlich alle geöffnet. So, deshalb, ja. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, richtige Antwort 3. ja, genau. Bonanza nicht mit einberechnet. Man muss bedenken, Reprint-Set beinhaltet hier, Jan hat es richtig interpretiert, natürlich die Sets, die bereits ein Produkt nochmal veröffentlichen, was es bereits in der Vergangenheit gab. Und nicht ein neues Set, was Reprint-Karten enthält. Sondern eben Karten, die sind, ja. Und Light of Destruction zum Beispiel war natürlich ein uraltes Set, jetzt nochmal neu. Destruction-Deck natürlich ebenfalls. Und eben auch die Legendary-Decks. Also, ich würde sagen, ganz einfach für dich. Wir müssen zur nächsten Frage, das ist viel zu einfach für dich hier. Kommen wir zur nächsten Frage. Und jetzt hier gehen wir ein bisschen mit der Musik runter, denn es wird natürlich schwerer. Die nächste Frage ist, welches Monster hat nicht die Eigenschaft Wasser? Aquamodder, unheilverkündete Schlange, fliegender Fisch, Ip, die Weltkelch, Justinarin oder wie man es auch immer ausspricht. Das ist 100%ig der fliegende Fisch, der ist nämlich vom Attribut Wind. Wieso bist du dir so sicher? Das weiß ich, weil ich die Karte als Kind hatte und der fliegt. Was fragst du mich alle? Ich weiß das einfach. ja, okay, also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht lange machen. Ja, ey, langweilig hier mit dir. Langweilig. Ja, ich dachte, das ist schon eine schwierigere Frage oder so. Läuft bisher ja so durch, aber ihr glaubt mir, das wird nicht ewig so bleiben. Weiter geht's. Jetzt nächste Frage. Und zwar, welche Töpfe sind im Artwork von Topf der Begierde enthalten? Topf der Trägheit und Topf der Gier, Topf der Großzügigkeit und Topf der Reichtümer, Topf der Gier und Topf der Großzügigkeit oder Topf der Gewinnsucht und Topf der Trägheit? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine... warte mal. Was? Okay, warte. Also ich meine auf jeden Fall, Topf der Trägheit ist drauf. Ja, wir könnten ja sonst, wenn wir Töpfe jetzt so ein bisschen durchgehen, ja erstmal fragen, wer ist denn überhaupt, also welche Karte, also was macht der Effekt Topf der Begierden? 10 verbannen und 2 Karten ziehen. Das ist schon mal gut. Sind wir reden von der gleichen Karte, das ist schon mal schön. Nicht, dass du jetzt außerdem von der falschen Karte nimmst. Nein, schön. Okay, okay. So, und welche Karte sind drin, hast du gesagt? Auf jeden Fall? Ich meine, Topf der Trägheit ist drin. Ich bin mir aber jetzt gerade irgendwie nicht sicher. Okay, ja. Naja, ich meine, Topf der Trägheit ist hier zweimal enthalten in der Antwort. Ne? Wir haben das einmal bei A drin und einmal bei D drin, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich meine aber, Topf der Gewinnsucht ist Topf der Extravaganz. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht 100% sicher. Ich meine, es sind Topf der Gier und Topf der Trägheit. Aber ist nicht Pot of Duality? Nee, Pot of Duality ist bei dem... Der ist bei dem Verbanne 6 vom Extra-Deck und zeige vor... wie heißt Anzeige. Der nochmal? Hä? Topf... Des Wohlstandes? Wie heißt der nochmal? Topf des Wohlstandes, genau. Ja. Topf der Großzügigkeit ist bei Topf des Wohlstandes drin. Ich sag, es sind Topf der Trägheit und Topf der Gier. Ich meine, also A ist, meine ich, Topf der Begierden. B ist, glaube ich, Topf des Wohlstands. D müsste Topf der Extravaganz sein. Okay, also möchtest du auf A gehen? Ja. Mutig hier noch keine Joker benutzen zu wollen. Okay. Aber High Risk, High Reward, ne? Also, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es bei den anderen Karten ist, ne? Also wie es jetzt bei den anderen Töpfen allen ist. Aber natürlich habe ich mich Topf der Begierden beschäftigt. Surprise. Und ich weiß halt echt nicht, ob es auf die anderen Karten zutrifft. Aber hier ist auf jeden Fall, trifft es in der Form zu. Wir dürfen 2 Karten ziehen. Dementsprechend ist Topf der Gier drin. Ja. Sind wir jetzt nur träge oder großzügig? Das ist hier die Frage. Also ich meine, Topf der Trägheit ist drin, aber ich kann mich auch täuschen. Und die richtige Antwort ist... Ah! Da hast du... Da hat er wieder einen guten Riecher gehabt, muss ich sagen, du. nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke mal, eine würdige 4.000-Euro-Frage.
Von definitiv, ja. Daher wird es vermutlich nicht einfacher. Ab zur nächsten Frage. Ah, ich freue mich schon auf diese Frage. Und zwar, die Frage lautet: Welche Karten gehören zu folgendem Text? Also welche Karte? Dieses Monster fügt seinen Gegner mit beiden Äxten schweren Schaden zu. Wer hat diesen Text? Mystischer Ritter, Kampfochse, Axträuber oder wilder Kaiser? Das könnte zu allen dazu gehören. Ist das so? Ich meine, es ist Axträuber. Weil der hat zwei Äxte, glaube ich. Mhm. Also gehst du systematisch gerade so. Okay, also mystischer Reiter, weißt du, wie die Karte aussieht? Ja, das ist so ein Centaurus oder Minotaurus oder so. Genau. Kampfox ist das Gegenstück dazu. Echt, ist es? Das wusste ich gar nicht. doch, die beiden fusioniert sind ja der tollwütige Reiter. Ah, ja, stimmt. Genau, ein Kampfox hat wie viele Waffen in der Hand? Null, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der eine in der Hand hat. Aber wenn, dann eine, nicht zwei. Genau, er hat eine in der Hand. Oh, jetzt spoiler ich schon. Er heißt natürlich auch. Okay. Wilder Kaiser. Wie viel hat der denn? Ich meine, der hat... Hat der überhaupt Äxte? Das sind doch eher so Macheten, die der hat. Also ich sag so, ne? Das ist ja der Kartentext. Ich habe nie gesagt, dass das logisch sein muss. Ja, das stimmt jetzt auch wieder, ne? Ja, Axträuber könnte natürlich auch Bait sein, ne? Das kommt dazu. Wir kommen langsam zu schwierigen Fragen, das stimmt natürlich. Also mystischer Reiter und Kampfochse würde ich beide ausschließen. Es ist entweder Axträuber oder Wilder Kaiser. Würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Chat übrigens auch nicht lesen, also... Die schreiben auch irgendwas. Sehr wildes Durcheinander. Okay. Ja. Ich muss mal eben jetzt... mal eben hier... Die Karte... Egal welche, ne? So. Ah, interessant. Okay. Ich lese ja auch immer in meinen Videos die Kartentexte vor. Deswegen, eigentlich müsste mir das bekannt vorkommen, aber irgendwie tut's das nicht. Mhm. Irgendwie ist es. Irgendwie weiß ich nicht. Mhm. Also, ich merke, du schwankst jetzt hier auf jeden Fall. So, Axträuber oder wilder Kaiser? Anscheinend. Ja, also das Ding ist, ich bin mir relativ sicher, dass es Axträuber sein muss. Aber auf der anderen Seite könnte das halt auch einfach der Bait sein. Ja, könnte es natürlich. Ist die Frage, was für ein Artwork er hat. Also das Ding ist, wir haben ja sehr viele Anime-Duelle gehabt, okay? Mhm. Und Joey spielt ja Axträuber. Und ich kann mich an diesen Text einfach nicht erinnern. Das riecht jetzt nach Wilder Kaiser. Ja. Ich meine, es gibt die Möglichkeit eines Jokers. Nee, Axträuber ist Bait und es ist Wilder Kaiser. Ich bin mir relativ sicher. Oh, jetzt setzt du auf diese Karte, okay. Ja. Wie, du willst einloggen? Weiß es nicht. Ich denke. Okay, also soll ich Wilder Kaiser havern? Jetzt machst du mich fertig. Ich meine, du würdest dich jetzt dran erinnern, wenn Axträuber diesen Text hätte, oder nicht? Ja, würde ich eigentlich. Ja, dann kann es ja doch Wilder Kaiser sein. Ja, eigentlich schon. Es muss Wilder Kaiser sein. Ja, mach einfach, komm dann, sonst fliege ich jetzt hier raus. Okay. Also, mystischer Reiter hat meine Speere. Der Kampfochse hat ein Schwert in der Hand. Okay. Und der Axträuber hat, hab jetzt gedacht, Äxte. Ist die Frage, ob der eine Axt hat oder Mehrzahl. Und er hat eine. Aber ich erkenne im Artwork des Wilden Kaisers nicht unbedingt zwei Äxte, aber das ist ja egal. Okay, ich muss sagen, da hast du mich kurz gehabt. Ja, ich weiß. Das habe ich extra als Bait reingepackt. Da wusste ich, ein bisschen schwierig, ja. Da wusste ich doch jetzt, ja.
Ja, ja, als Funfact schreibt der Chat, dass der Axträuber in Rushduel 2 hat. Okay, wild. Aber es ist der Text, der da aufgedruckt ist. Also von daher ist ja egal. Es ist keine Interpretationsfrage, es ist einfach der Text, der da drauf steht. So, ja, genau. Ich glaube, der dreht sich und der hat unter jedem Arm so eine Axt. Also, ja, kann gut sein. Okay. 16.000 Euro, der nächste Jackpot. Noch 3 Joker. Ist sehr gut, vor allem natürlich in diesem Format, weil Telefon-Joker und Publikum-Joker natürlich sehr mächtig sind. Ja. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein in die nächste Frage. Und zur nächsten Frage sagt folgendes. Welches Deck-Thema beinhaltet das Deck King Teledad? Destiny Hero und Dark Arm Dragon sowie Psi-Monster. E-Heroes, Dark Arm Dragon und Psi-Monster. Heroes in allgemein, also beides, ne? D-Hero und E-Hero. Dark Arm Dragon Psi oder Dark Arm Dragon Psi und Chaos-Monster generell. Okay, Dark Arm Dragon und Psi ist ja safe. Vielleicht war das so einfach mit den mit den Tele und Dat. Also Malicious ist ja klar, also Schicksalshelden sind schon mal drin. Korrekt. Doomlord, Diamond Dude kann man auch da drin spielen. Aber ich meine, man spielt auch einen Stratos. Das heißt, ein Elemental wäre auch drin. Okay, das würde jetzt ja für C sprechen gerade. Ja, und deshalb, also es sei denn, du hast da... Ich werde hier richtig hinterhältig genannt hier. Es sei denn, du hast den einen Stratos übersehen. Ah, okay, ja. Mir würden nie Fehler passieren. Wo ich relativ sicher bin, es wird ein Stratos in diesem Deck gespielt. Es wurde auch mit Destiny Draw gespielt, ne? Das ist voll gut. Ich weiß, dass es mit Destiny Draw gespielt wurde. Also der Fokus ist schon eher auf Schicksalshelden, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich meine, es ist ein Stratos drin, deshalb Heroes. Okay, also würden wir C sagen. Yes. Und zur Zeit des Formats war Stratos auf 1 limitiert. Und naja, was machst du, wenn du Verstärkung für die Armee ziehst und Destiny Draw? Dann holst du dir Stratos, beschwörst ihn und holst dir Malicious. Richtig! Ja. Da hast die Trap ausgelöst, aber du Scheiße, du warst wieder zu pfiffig hier. Okay, das heißt, 16.000 sind safe, das heißt, 10 Fragen sind guter Run bisher. Also, was ist hier los mit dir? Also mein Ziel habe ich schon erreicht, sozusagen. Ah, das war dein Ziel? 10 Fragen, habe ich gesagt. So, ne? Ach, stimmt. Ja, die nächste Frage mit den Jokern wirst du 100% auch schaffen. Die nächste Frage lautet nämlich folgt. Und zwar, wie viele Equip-Karten sind aktuell verboten? 3, 2, 1 oder 0? Feuerlings Begräbnis, Rauchgranate des Diebs sind schon mal 2. Ja, ist richtig. Jetzt ist die Frage, gibt es noch eine dritte? Gibt es noch eine dritte verbotene Equip-Spell? Vorheiliges Begräbnis. Rauchgranate des Diebs. Schnappstahl ist ja mittlerweile wieder da. Ja, ist korrekt. Gibt es noch eine dritte? Gibt es noch eine dritte? Gibt es noch eine, die ich vergessen habe? Göttliches Schwert Phönixklinge verboten? Nein, ne? Die ist auf 3, oder? Soll dir jetzt helfen? Nein, du sollst mir nicht helfen, ich führe Selbstgespräche. Okay. Das sind die einzigen beiden, die mir einfallen, aber das heißt ja nicht, dass es alle sind. Das ist richtig. Das Ding ist natürlich immer bei so Unsicherheiten, der 50-50-Joker. Und Leute, ich hab's nicht in der Hand, das ist Zufall. Das heißt, kann jetzt voll helfen oder gar nichts bringen. Wenn er 2 drin bleibt, wäre es für dich halt richtig minus. Na gut, wenn 2 1 wäre, wäre es ja wieder einfach. Ja, 2 3 wäre das Problem. Ja. Ich meine, mathematisch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 20% oder so. Ist relativ gering, aber ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ist noch eine Equip-Spell, die ich... Mir fällt gerade aber auch keine ein. Hm.
Aber das Problem ist halt, nicht einfallen ist halt keine Sicherheit, ne? Lass mich überlegen, lass mich die Bandlist durchgehen. Topf der Gier, Qual der Wahl. Jo, nee, mach nicht diesen jetzt! Drin. Der Link und... Warte mal, gibt's irgendwas, was... Nein, das will ich ohne Joker schaffen. Oha. Übersehe ich irgendwas. Nur so aus Interesse, nichts spoilern, aber ist der Chat sich einig? Nein, aber viele haben die richtige Antwort. Okay, es sind drei. Wieso drei auf einmal? Es sind drei, Elmar Schmetterlingsdolch. Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt der her? Ich hab überlegt. Hey, aber wie kommen wir jetzt random auf die Karte? Ich hab versucht so durchzugehen, was sind die ersten Karten, die so verboten wurden. Dann dachte ich erstmal, gemeinsam sind wir stark, die war ja verboten und die ist aber logischerweise wieder da. Und Elmar Schmetterlingsdolch ist ja eine, die am längsten verboten ist, wegen Gilfried. Und dann sind es die, Feuriges Begräbnis und Rauchgranate. Also kein Joker dafür. Nein. Ja komm, was soll ich sagen? Keine Ahnung, keine Spannung aufbauen, da geht nichts. Wenn dir das einfach random einfällt, was soll ich denn machen? Sorry, dass es so lange gedauert hat. Hey, ist doch gar kein Problem. Weil weißt du, was noch länger dauern wird? Was denn? Die nächste Frage. Oh nein. So, nächste Frage. Und zwar, welche Karte wurde am Juli 2002, das ist die zweite limitierte Liste, auf 1 limitiert? Kopf der Gier, Raigeki, Spiegelkraft oder Überläufe? Das ist relativ einfach. Echt? Topf der Gier, Raigeki, Überläufer, Schwarzes Loch und Wiedergeburt sind die 5 OG-Spells, die auf 1 limitiert wurden. Das bedeutet, es muss Spiegelkraft sein. Du holst du so? Weißt du, für mich so? Hä? Ich hätte gar keine Ahnung, ich bin komplett aufgeschmissen. Und der Shit liegt auch falsch. Als ob. Echt? Sind das die 5 OG-Spells? Topf der Gier, Raigeki, Schwarzes Loch, Überläufer, Wiedergeburt. Das ist ein 2002-Format. Die 5 OG-Spells, die auf 1 sind. Ja, GG, ne? Also, ja, es ist halt schwierig. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich Angst. Ja, noch 3 Joker und nur noch 3 Fragen. Okay, krass. Oh mein Gott. Okay, es wird jetzt schwierig für mich. Ich habe jetzt Angst, dass du das auch einfach machst. Aber ich weiß, dass die nächsten Fragen immer schwerer werden. In die nächste Frage. Glaub mir, diese Frage hat es in sich. Wie viele Panel-Monster gibt es mit der Stufe 11? 0, 2, 1 oder 3? Nee, da bin ich jetzt raus. Das weiß ich nicht. Das nicht in einer Million Jahren weiß ich das. Da hilft auch Überlegen nichts. Ja, kann gut sein. Aber wie du siehst, es gibt nicht viele Monster mit Stufe 11, die Panel-Monster sind. Ich überlege gerade, ob es überhaupt welche gibt. Oh. Nee, null geht ja. Ich meine, wir hatten schon mal so eine Frage, ne? Mit Flip-Monstern, ne? Das stimmt, wir hatten schon mal so eine Frage. Nee, das ist zu spezifisch. Das. Nee, das ist auch nicht mehr meine Ära. Weil es Pendel ist, okay. Pendelmonster der Stufe 11. Mir fällt gerade gar keins ein, aber das. Also Pendel ist nur mein. Der schwächste Bereich, was mein Wissen angeht. Deshalb, ich würde da. Ich glaube, ich würde da den Telefonjoker benutzen. Telefonjoker? Ein Telefonjoker, ja. Okay. Wie wird das gelöst?
mit Discord. Und der Chat ist sich unsicher, wirklich unsicher. Ja. Aber ich habe richtige Antworten gesehen. Okay. Auch, ohne es zu spoilern, wer von Leuten, die du kennst. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber wir nutzen jetzt natürlich Telefonjoker, sonst ist das hier natürlich jetzt hier langweilig. So, wir gehen hier rein, Telefonjoker wird geused. Und ich würde sagen, wir machen das wie folgt. Und zwar, wir gehen auf meinen Discord-Server. Und dort könnt ihr dann, tja, habe ich Sprachchats noch? ich glaube schon, oder? Ja. Welche siehst du? Schattenreich, Duell entfangen. Okay, Leute, falls ihr die Frage habt, geht auf meinen Discord-Server und dann in Schattenreich und dann darf Jan sich davon einen aussuchen. Und der wird dann natürlich gefragt. Jo, machen wir so. So. Oh, da sind die Ersten. Wir haben unter anderem Yami, wir haben Schimmer. Da habe ich schon den Kollegen, den ich frage. Ich verlasse mich zu 100% auf Schimmer. Okay, dann würde ich sagen, gehst du jetzt in Duell in Fun und ich ziehe dich hoch. Alles klar dann. Aber ich glaube, dann verlasse ich den Call, oder? Genau, das heißt, Leute, ihr seht ihn jetzt nicht mehr. So, jetzt sind wir hier wieder drin. Okay. Und es wird Schimmer sein, natürlich. Wir haben hier obligatorische Joker-Telefon. Das heißt, sie hat eigentlich nur 60 Sekunden. Die Zeit läuft. Schimmer! Wie viele Pendelmonster gibt es mit Stufe 9? Die Zeit läuft ab jetzt. Stufe 11. Entschuldigung. Ich weiß das aus dem Kopf, weil ich das, weil ich das Deck gespielt habe. Sephrat. Das ist 1. Es gibt nur Sephrat, sonst nichts. Es gibt nur Sephrat, the only one. Okay, also Schimmer vertraue ich zu 100%. Wenn er sagt, es gibt nur 1, dann gibt es auch nur 1. Okay, dann brauchen wir ja gar nicht weiter haben und wir gehen wieder in den Call, John. Jo. So, sind wir wieder am Start? Ja, bist du noch? Okay. Musst du noch wieder Bild einschalten? Sieht man mich? Ich müsste jetzt. Ja, dich sieht man wieder, bloß du siehst das Spiel nicht. ja, das wäre auch noch ganz gut, wenn ich das wieder sehen könnte. Achso, ich habe dir das falsch übertragen. Das ist natürlich gut. Oh. Das ist das, was du sehen darfst. So, ich habe eh nichts verstanden davon. Okay. So, ja, dann entscheide ich mich für 1. Sephrat. So, also. Es gibt ironischerweise bei Stufe 12 sage und schreibe 7 Pendelmonster. Das sind wahrscheinlich diese Sarg-Dinger und so, ne? Genau, wir haben Oberstar, König Ark, wir haben auch bunten Revolutionsdrachen oder so. Und DDDD, superdimensionaler Kaiser, Herrscher, Zero Paradox. Genau. Und Gesundheit. Danke sehr. Und bei 10 Stufen haben wir jetzt ganz sage und schreibe 14 Karten. Also eine Menge. Ja. Und ich war wirklich überrascht, als dann bei 11 es nur einer war. Okay, perfekt. Und es ist wirklich, es ist wirklich der Sephra. Also, der sogar elementar ist für ein Sephra-Deck. Also, es ist crazy. Der sucht doch irgendwie das gesamte Deck, oder? Korrekt. Also, er legt es aufs Extra-Deck und er wird dann zu der Scale, was halt voll busted ist. So. Also, ja. Für das Deck. Also, ne, man könnte jetzt sagen, heutzutage gibt es krassere Karten, aber ja, natürlich ist ja klar. Ja. So. Ich würde sagen, was geht hier ab? Wir sind ziemlich weit. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ah, es wird nicht leichter, mein Lieber. Ich sag dir, wie es ist. Oh nein, wenn es noch schwerer wird. Ei, ei, ei. Welches Monster wird am meisten
auf Exalted Monstern. Oh, da ist ein Tippfehler drin. Cool, ich hab die Frage zweimal drin. Ich sehe es auch noch gar nicht. Also ich sehe immer noch die alte. Hä? Echt? Ich sehe immer noch, wie viele Panel-Monster gibt es mit der Stufe 11. Ah ja, das kann gut sein. Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich es, ja. Ja. Also, ist es eine Doppelung drin? Also, welches Monster wird am meisten auf Exalted Monstern als Material aufgeführt? A. Alistair, B. Gefallen auf Albas, C. Elementale Neos, D. Grümpelsynchronisierer. Ach du Liebe, okay. Gefallener von Albas müssten ja so um die 10 sein. Ja. Grümpelsynchronisierer, ich meine, das sind wir letztes Mal schon mal sowas ähnliches durchgegangen. Das waren irgendwie 5 oder 6. Mhm. Alistair, das sind hier Invoked, Mechaba, Cocytus, Purgatrio, Raijin heißt er, glaube ich. Was noch? Kaliga gibt es. Dieser neue Ogoidis oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Alles sind irgendwie 7 Stück oder so. Und Neos gibt es ja allein schon. Flare Neos, Dark Neos, Glow Neos, Grand Neos, Aqua Neos, Marine Neos, Air Neos, Storm Neos, hier, es ist Neos. Es ist 100% Neos. Sicher. Ich bin mir relativ sicher, ja. Also ich kann nochmal Air Neos, Aqua Neos, Dark Neos, Glow Neos, Flare Neos, Grand Neos, Storm Neos, Magma Neos, Chaos Neos, Marine Neos, es gibt ja noch hier Regenbogen-Neos. Was gibt's noch? Diese ganzen weiteren Fusionsmonster, die sagen Neos plus irgendein Hero-Monster. Ich weiß nicht, ob Neos Knight dazu zählt. Ich glaube nicht. Divine Neos. Es ist Neos. Okay. Also loggen wir das ein. Wir loggen das ein, ja. Okay, es wird ziemlich gut, mit 2 Jokern zur Millionenfrage zu kommen. Ja. Also wird ziemlich ärgerlich, auf 16.000 runter zu drawen. Es ist Neos, da bin ich mir relativ sicher. Bei Gefallen auf Albas? Ja. Es stimmt, wir hatten die Frage in ähnlicher Zahl schon mal. Ja. Aber seitdem gibt es mehr Gefallen von Albas Fusionen. Ei, okay. Und zwar, es gibt 2 weitere. Und das heißt? Albas hat aktuell 12 Fusionsmonster. Ich habe ja gerade allein schon 12 von Neos aufgezählt. Und Neos hat 20. Okay. Ah. Das Ding ist, ich glaube, ich hätte bei jedem anderen diese Frage stellen können, nur dich nicht. Ja, also allein die alten und es gibt ja immer wieder neuen Neos-Support, das war relativ klar. Ja. Ich dachte nur, weil ich sie letztes Mal drin hatte, dass sie dich ein bisschen mehr verwirrt, die Frage. Weil sie halt andere sagt. Das Alistair drin, das Albas drin, was viel hat. Neos hat, also Albas hat ja wirklich viel, ne? Ja. Grübelsynchronisiert hat halt wirklich nur 7. Also das ist halt, ja. Das ist halt echt wenig. Oh mein Gott, mein Lieber. So. Die 1-Million-Frage wird's in sich haben. Und zwar, los geht's. Welche Monsterart hat am meisten Monster? Toon, Spirit, Zwilling oder Union? Tja, gut, lass mich überlegen. Toon gibt's ja nicht allzu viele. Das sind ja maximal 20. Also die könntest du ja gefühlt alle aufzählen. Die ganzen OG-Pegasus-Toons, das sind vielleicht 11, 12 Stück, dann die ganzen neueren, das sind dann hier antike Antriebsgolem und dunkler Magier und ja, sagen wir mal 20, maximal 25. Union müsste es relativ viele geben, weil allein schon A, B, C, X, Y, Z. Es gibt relativ viele hier feurige Bestie, eisige Bestie oder wie die heißen. Also, es gab ganz viele Union-Monster, die auf ein bestimmtes Monster nur angewendet werden können. Es gibt relativ viele. Okay, es gibt relativ viele. Also ich denke mehr als Toon. Zwilling würde ich sogar sagen, könnte ungefähr bei Union sein. Spirit kann ich gar nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin.
Ich denke, Thun hat auf jeden Fall am wenigsten. Okay. Interessant, ja. Das hilft ja nicht. Thun hat am wenigsten, hilft ja leider nicht. Also, ich würde sagen, ich habe ja noch zwei Joker. 50-50 ist da auf jeden Fall drin. Den können wir auf jeden Fall mal jetzt anwenden. Okay, 50-50 Joker wird angewendet. Ich sehe nichts. Achso, das ist wieder der schöne... Okay, oh mein Gott, Zwilling oder Union? Boah, ist das schwer. Boah, Alter, okay. Wäre Thun mal übrig geblieben. Ja, dann wäre es einfach. Ich hab's halt nicht in der Hand. Also, das ist zufällig, Chat. Das wird automatisch gemacht. Und kann ich leider nicht kontrollieren. Union gibt's, meine ich, auf jeden Fall deutlich länger als Zwilling. Zwilling überlege ich gerade. Diese ganzen Essentials sind keine Zwillingsmonster, ne? Die haben diesen Effekt, aber das sind keine Zwillingsmonster, oder? Die was? Yosenju. Nee, es sind keine Zwillings. Nee. Ja, die haben nur diesen Effekt, okay. Ach nein, Spirit. Wollte ich sagen, das ist doch Spirit. Jetzt bin ich ganz verwirrt, warte mal. Ah, Zwilling. Another Neos. Beschwörer, Ordensritter. Keine Ahnung, Blutflügel, Schmetterling. Da gibt's auch viele, da gab's ein ganzes Structure-Deck zu. Das stimmt. Aber die kamen später. Deutlich später. Aber es könnte sein, dass es davon mehr gibt. Ich weiß ja nicht so, dass du noch einen Joker hättest. Gut, dann verlasse ich mich aufs Publikum. Ihr dürft abstimmen. Es ist Zwilling oder Union. Was hat mehr Monster? Okay, warte. Zwilling. Union. Okay, mein U geht nicht mehr in meine Tastatur. Jetzt habe ich es auf. Okay. Umfrage starten! Jetzt bin ich wirklich gespannt, was die antworten. Weil der Chat ist sich, was reingetippt wird, uneinig. Ich bin sehr unsicher. Also, ich denke, es ist Union. Es könnte auch. Also Zwilling gibt es nicht so lange, aber das hat mehr Support bekommen. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich glaube, das ist am Ende gar nicht mal so. Die Umfrage würde ich, glaube ich, nie zufriedenstellen. Wie viele Stimmen willst du haben? Keine Ahnung, wie viele haben wir bisher? 140? 150? 160? Hau mal raus, weil wie sieht die Umfrage aus? Wir haben jetzt 170 Stimmen. Mhm. Und die sagen 55% Zwilling. 45% Union. Ach du liebes bisschen. Ja gut, das kann ja jetzt absolut beides sein. Du könntest jetzt den smarten Move machen. Ja, und zwar? Du könntest sagen, die Mehrheit ist ja auch um wenig Prozenten bei Zwilling, dann habt ihr Schuld gehabt. Nee, so lassen wir das jetzt hier nicht enden. Also wir haben jetzt gleich 200 Stimmen. Jetzt hat sich's verdeutlicht. 57 zu 43. Für Zwilling. Das sind halt nur 7%, ne, ist halt nicht viel. Es könnte halt echt Zwilling sein, weil wie gesagt, das hat ein eigenes Structure-Deck bekommen. Korrekt. Illblut, dieser Käferschneider, keine Ahnung, da gibt's schon ein paar. Union ist halt meistens nur beschränkt auf diese Maschinenmonster. Zwilling. Ja, ich würde dann tatsächlich mit Zwilling gehen, aber ich bin mir sehr unsicher und ich glaube, das nimmt sich auch nicht so viel. Okay. Wir loggen ein. Zwilling. Umfrage beenden. Und jetzt zur Auflösung. Thun hat 17 Monster. Da war ich ja mit um die 20 gar nicht so falsch. Spirit hat 41. Schon viel. Schon viel, ja. Zwilling
hat 45. Ach du liebes bisschen. Ist nicht weit weg von Spirit. Union hat in der ersten Ziffer auch eine 4. Also, die, also ich weiß nicht, wie sich das ausgedacht hat, aber die sind alle bei den 40ern, außer Thun halt, aber so. Ja. Die Frage, was kommt nach der 4? Ja. Und nach der 4 kommt eine 0! Wir haben einen Sieger! Eine Million Frage! Herzlichen Glückwunsch! Hart gekämpft, gut gewusst, 15 Fragen in the row! Herzlichen Glückwunsch! Wir haben einen Gewinner! Seht zu den Kampf! Danke, danke, danke. Danke auf jeden Fall auch an den Chat, die mich emotional supportet haben, auch wenn ich den die ganze Zeit nicht lesen konnte. Zwilling, ganz knapp. Oh, okay, krass.